Heute zeigen wir euch eine Sportart, die in den USA schon mega beliebt ist und auch bei uns sich immer größere Beliebtheit zeigt. Spielbeginn. Das Spiel beginnt, indem beide Teams gegenüber bei den gegenüberliegenden Endzonenlinien stehen und ein Team die Scheibe durch den sogenannten Pull, einen langen Wurf, ins Feld wirft. Das andere Team nimmt die Scheibe auf und beginnt, sich die Scheibe zuzupassen, versucht, durch Passen in die gegnerische Endzone zu gelangen und einen Punkt zu machen. SpielerInnenanzahl. In einem professionellen Kontext spielt man Ultimate Frisbee 7 gegen 7. Als Vereinfachung für die Schule spielen wir meistens ein 5 gegen 5. Und wie wird ein Punkt erzielt? Ein Punkt wird erzielt, wenn ein Team es schafft, die Scheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen. Passen der Scheibe. Sobald ich die Scheibe gefangen habe, darf ich nicht mehr laufen und muss versuchen, so schnell wie möglich abzubremsen. Ich darf ab diesem Zeitpunkt einen Sternschritt machen und darf die Scheibe in alle Richtungen passen. Dafür habe ich 10 Sekunden Zeit. Eine Gegenspielerin zählt mich ein. Wenn sie 10 erreicht hat, passiert ein Turn und ich muss die Scheibe abgeben. Scheibenwechsel. Wenn ein Fehlpass entsteht, das heißt, wenn meine Partnerin die Scheibe nicht fängt oder die Scheibe von einer Gegenspielerin abgefangen wird oder ich ins Out werfe, passiert ein Scheibenwechsel. Das heißt, das andere Team hat die Scheibe. Ein Scheibenwechsel passiert auch, wenn ich ausgezählt werde. Körperkontakt. Körperkontakt ist bei unserer Sportart nicht erlaubt. Es liegt in der Verantwortung der einzelnen SpielerInnen, dass sie diesen auch wirklich vermeiden. Das heißt, auch bei einem hitzigen Spiel sollte man versuchen, keinen Körperkontakt zu den GegenspielerInnen zu erzeugen. Verteidigung. Meistens spielen wir im schulischen Kontext mit einer Match-Defense. Das bedeutet, eine Spielerin verteidigt eine andere Spielerin. Und wenn meine Gegenspielerin die Scheibe hat, bin ich in der Verantwortung, sie anzuzählen. Das darf ich allerdings erst machen, wenn ich in einem 3-Meter-Radius von ihr ist. Das heißt, ich darf nicht von der anderen Seite des Spielfelds beginnen, meine Gegenspielerin anzuzählen. Das ist nicht erlaubt.